Ja, dann hallo und herzlich willkommen zum Vortrag IT meets Law, rechtliche Aspekte im IT-Alltag. Zunächst möchte ich Ihnen das Ziel, möchte ich euch das Ziel des Vortrags vorstellen. Natürlich möchten wir nochmal die DSGVO ausführlich erklären. Habt ihr sicher noch nicht genug gehört in diesem Jahr? Können wir nochmal ausführlich durchdiskutieren? Nein, natürlich nicht. Möchten wir nicht. Vielmehr möchte ich einen Überblick und Impulse geben über die rechtlichen Aspekte im IT-Alltag. Also im ganz regulären Admin-Geschäft, was passiert euch oder uns allen an juristischen Fragen? Bitte beachtet an der Stelle, es ist nur ein Überblick. Ein erster Einblick, ich glaube, würde ich alles aufzählen wollen, wenn wir den ganzen Tag und den Rest der Woche, der kommenden Woche beschäftigt. Deswegen ist es auf eine Basis für weitere eigene Betrachtungen. So ein paar Aha-Effekte hoffentlich. Genau, dann schauen wir mal. Zunächst möchte ich die Autoren vorstellen. Zu hinter mir gesehen, der junge Mann ist Sven Jacobs. Sven Jacobs ist Jurist bei Norton Rose Fulbright mit den Schwerpunkten Datenschutz, Softwarelizenzen und Outsourcing. Sven Jacobs hat maßgeblich den juristischen Teil dieses Vortrags gestaltet und die ganzen juristischen Spitzfindigkeiten versucht darzustellen. Mein Name ist Mike Wienströer. Ich bin IT-Leiter einer privaten Hochschule und nebenher selbstständig mit IT meets People, wo ich mich genau mit diesen Themen beschäftige, mit Business Alignment, sprich die Zusammenarbeit von der IT mit den operativen Bereichen und auch viel Transfer, den wir heute hören, weil Juristen reden Juristendeutsch und wir brauchen alle IT-Deutsch, fürchte ich. So, wenn wir über Rechte reden und IT, woran denken alle zuerst? Woran denkt ihr zuerst? Kein DSGVO, kein DSGVO haben wir gesagt. Lizenzen. Achtung. Genau. Ich glaube, das war auch schon der Punkt, Lizenzmanagement. Wir denken erstmal an Abmahnungen, Lizenzmanagement, sprich, belizensiert bin ich es nicht. Jeder kennt das, die Audits kommen, alle Firmen zittern einmal kurz. Lizenzmanagement ist aber bereits gut geübt. Viele Firmen haben zentralen Einkauf, man kennt die Konditionen, man hat speziell ausgebildete Fachkräfte. Eigentlich alles ganz einfach, meint man. Jetzt gibt es aber die indirekte Nutzung als Herausforderung. Indirekte Nutzung, kennt das jemand? Vermutlich noch nicht. Und zwar indirekte Nutzung bedeutet, ihr habt Software A und kauft Software B. Software B nutzt Teile von Software A, geskriptet von außen. Viele Fragen, Gesichter, wir machen es am Beispiel. Diageo, ein US-Unternehmen, ziemlich groß, hat sich mit der Firma SAP angelegt. Und zwar hat Diageo Software A SAP besessen und kam auf die komische Idee, Software B Salesforce einsetzen zu wollen. Hat es auch gemacht, hatte Named User Licenses bei SAP. Jetzt hat aber Salesforce über SAP-Funktionalitäten auf SAP zugegriffen. Was dafür sorgt, dass SAP sagt, ist keine Named User License mehr, müsst ihr mal extra bezahlen. In dem Fall ging es um dreistellige Millionenbeträge, die nachgefordert wurden an Lizenzkosten. Diageo hat leider vor Gericht verloren gegen SAP aufgrund dieses Named User Konstrukts. Zeigt aber schon jetzt gerade auf, was ist passiert. Es ist nämlich ein Graubereich. Das heißt, es gibt dort keine klare Regelung, was ist eigentlich indirekte Nutzung. Gibt es das eigentlich, gibt es das nicht? Einige Juristen sagen definitiv, SAP sagt definitiv, wir wollen das Geld haben. Andere sagen, das kann gar nicht sein. Das heißt, auch da fängt schon an, ihr braucht individuelle rechtliche Unterstützung. Was ist indirekte Nutzung? Nicht einfach machen, vorher fragen im Idealfall. Zweiter großer Themenbereich, Lizenzen, Open Source Lizenzen. Wenn ihr jetzt einen Laien fragt, was ist Open Source? Die erste Sache, die er sagen wird, Open Source, kostenlos. Kann ich nutzen, kann ich machen, was ich will. Wunderbar, alles ist glücklich. Schwierig. Meistens ist Open Source vielmehr möglicherweise mit Folgen und Restriktionen versehen. Das heißt, ihr müsst euch Gedanken darüber machen, was heißt das? Wenn ihr zu eurem Geschäftsführer geht und sagt, dieses Open Source Thema hat Folgen und Restriktionen, wird er im Regelfall sagen, gut, dann machen wir es einfach nicht.
kein Open Source mehr, fertig. Ist nicht ganz so einfach, weil wir brauchen alle Open Source. Und zwar unter zwei Gesichtspunkten, Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit. Es gibt genug Open Source Projekte, die wiederum so groß sind und so ausgereift sind, wo es einfach gar kein proprietäres Gegenstück gibt. Und wenn es eins gäbe, müsstet ihr es kaufen. Das heißt, das Geld habt ihr gar nicht, es würde euren Marktpreis erhöhen, dadurch würde es unattraktiv werden auf dem Markt. Also, die erste Reaktion des Geschäftsführers, bitte nicht mehr machen, geht gar nicht. Ihr müsst es machen. Das heißt, wir müssen damit umgehen lernen irgendwie. Was machen wir also zuerst? Wir schauen zuerst, was nutzen wir eigentlich? Welche Software? Also welche Namen, welche Versionen der Software? Bitte nicht den Fehler machen und glauben, ich weiß es ja. Wir können ja ganz ehrlich sein, ich bin IT-Leiter. Wenn ich einen Überblick brauche, frage ich meine Mitarbeiter, was nutzt ihr denn so? Und bin immer wieder fasziniert, was alles genutzt wird, ohne dass ich es wusste. Also sehr viele Sachen sind auch passieren schnell im Graubereich. Also Projektmanager fragen, Administratoren fragen, die Bereiche fragen. Also die Frage, wie geht ihr damit um? Nach der Bestandsaufnahme müsst ihr die Lizenz herausfinden. Darum braucht ihr die Version, weil es kann passieren, dass Open-Source-Projekte innerhalb von Versionen die Lizenz wechseln. Ihr müsst aber die konkrete Lizenz herausfinden, die ihr benötigt. Meistens noch ganz einfach, ist eine Google-Anfrage und ihr habt es raus. Dann müsst ihr aber die Lizenz zuordnen. Das heißt, auch da gibt es verschiedene Typen von Lizenzen. Es gibt permissive Lizenzen und die Frage der Stärke des Copyleft-Effekts. Der Copyleft-Effekt wiederum beschreibt, ob ihr das, was ihr mit diesem Stück Software entwickelt, auch als Open Source veröffentlichen müsst. Das kann für Unternehmen, die Software als ihr Eigentum sehen, also nicht Open Source machen, schon sehr schwierig werden. Auch da jetzt, wir betrachten es jetzt weiter, mit dem Fokus eines Unternehmens, was Software nicht Open Source, sondern als wirtschaftliches Gut sehen würde. Denn permissive Lizenzen, welche Konsequenzen hat das Ganze? Die sind nutzbar. Aus juristischer Sicht problemlos einsetzbar, problemlos nutzbar. Die Urheber müssen genannt werden und die Lizenzbedingungen müssen weitergegeben werden. Da gibt es genug bekannte Beispiele, OpenWRT zum Beispiel. Alle liefern es aus, ist gar kein Problem. Beim starken Copyleft-Effekt, der Jurist würde sagen, macht mal lieber nicht. Weil man müsste die Software veröffentlichen, möchte man nicht. Oder die Architektur der Software so aufbauen, dass der Copyleft-Effekt ausgeschlossen werden kann. Das heißt, ihr müsst dann einen Teilbereich so abspalten, dass ihr den veröffentlichen könntet, aber nur diesen Teilbereich veröffentlichen müsst. Sehr komplex in der Architektur, für viele Firmen auch sehr teuer, wenn Software schon vorhanden ist. Also da sehr schwierig. Einen schwachen Copyleft-Effekt braucht die Einzelfallprüfung. Also da braucht ihr einen Juristen wiederum oder jemand, der wenig lizenzmäßig sehr tief drin ist und sich Gedanken machen kann, was heißt das konkret für uns als Unternehmen? Wie können wir damit umgehen? So, Lizenzmanagement haben wir jetzt eigentlich gemacht. Jetzt können wir alle wieder gehen. War schnell? Nein, die Frage ist, ist Lizenzmanagement alles? Natürlich nicht. Es gibt noch viel mehr. Dazu möchte ich euch alle einladen zu einer Reise. Wir fangen jetzt quasi in eurem Arbeitsalltag morgens an und nehmen daraus Ausschnitte. Zu Beginn möchte ich aber personenbezogene Daten kurz vorstellen. Was das bedeutet, weil das wird immer wieder begegnen, ist einfach, wenn ihr schon wisst. Ganz übliche Definition. Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Ja, die ersten sagen schon, ja und jetzt? Kenne ich ja schon. Üblicher Begriff. Die Beispiele, auch da ist, denke ich mal, relativ bekannt. Was nicht allen bekannt ist, es gibt die sogenannte indirekte Identifizierung über Dritte. Zum Beispiel eure IP-Adresse ist personenbezogen. Weil der DHCP-Betreiber, sei es ein Provider, sei es ihr selber, wer auch immer, könnte rückverfolgen, wer das ist. Das heißt, sobald ihr einen Dritten dazwischen setzen könnt und der wiederum beide Seiten kennt,
sind die Daten personenbezogen. Ist für viele Menschen erstmal sehr ungewohnt, wird damit der Kreis der personenbezogenen Daten auf einmal enorm groß. Aber da an der Stelle schon mal merken, werden wir da gleich noch ein paar Mal wiederfinden, dieses Problem. Der Morgen beginnt, natürlich bei euch allen so, schönen Kaffee, handschriftlich, am schönen Tisch, ganz entspannt. Hier schon die ersten Träume schon vom Montagmorgen, wunderbar. Nein, die Wahrheit ist meist anders. Ihr sitzt mit einem Starbucks-Kaffee bestenfalls am Tisch, schreibt schon die ersten E-Mails, Telefon, Links daneben, aber seid ihr entsprechend voll schon im Business. Die E-Mails sind auch der erste Ansatzpunkt. Ihr schreibt E-Mails, prinzipiell erstmal unkritisch. E-Mail ist aber durch das Fernmeldegeheimnis geschützt, bereits. Auch da werden wir die Ersten sagen, ja und jetzt, ist doch klar. Das heißt aber, unbefugtes Abhören, Unterdrücken sowie Verwerten ist nicht gestattet, insofern keine gesetzliche Vorschrift dies gestattet. Der letzte Teil, insofern keine gesetzliche Vorschrift dies gestattet, ist sehr wichtig. Das heißt zum Beispiel, wenn Staatsanwälte Durchsuchungsbefehle erlassen oder Überwachung autorisieren, das ist gesetzlich. Wieder erwarten, was viele mir schon gesagt haben, ist mein Chef nicht auch Gesetz? Nein. Ein Chef kann es meinen, er ist keine gesetzliche Vorschrift. Es geht nur wirklich um juristische Themen. Die erste Frage natürlich, hat das überhaupt Folgen für mich? Fragen am Ende bitte? Danke. Die Frage ist, welche Folgen hat das? Ist mir das nicht egal? Viele werden sagen, ja klar. Nee, ist nicht egal. Ihr macht einen Virencheck. Ihr prüft die E-Mails und setzt sie vielleicht sogar in Quarantäne. Zum einen, ihr prüft E-Mails. Aha, ihr hört sie ab, ihr guckt rein. Quarantäne oder Blocker sogar noch, Spamfilter. Ihr werft sie sogar weg, unterdrücken. Das heißt, rein juristisch betrachtet, müsstet ihr jede E-Mail, jede Viagra-Werbung demjenigen zustellen. Wollt ihr alle nicht, müsstet ihr aber tun. Der Virencheck selber, auch damit haben viele Firmen gesagt, ja, voll einfach, macht ein Programm, ist voll objektiv, gar nicht schlimm. Jetzt kommt aber die Herausforderung. Die Nachprüfung macht meist ein Mitarbeiter. Mir persönlich ist ein Fall bekannt, wo ein Mitarbeiter das gemacht hat und auf einmal von seinem Kollegen Aktbilder gefunden hat. Weil zwei Kollegen hatten eine homosexuelle Beziehung und haben Aktbilder ausgetauscht. Über die Firmen-E-Mail-Adresse. War für den Kollegen ein bisschen schwierig, weil das Thema nackt.jpg, wo er Hoffnung hatte, hat den Kollegen gezeigt. Also auch da sehr schwierig. Und spätestens dann habt ihr das Problem, der Kollege hat reingeguckt, er hat sie also abgehört, unterdrückt auch noch und verwerten. Er wird sagen, ich weiß was. Also sehr schwierig an der Stelle. Weiterer schwieriger Punkt sind Krankheits- und Vertretungsfälle. Jeder kennt das, der Vertriebler ist krank geworden. Was passiert? Der Chef muss unbedingt reingucken, ist die Zusage gekommen. Unbedingt, jetzt. Geht nicht. Weil Zugriff ist nicht erlaubt. Die Box ist tabu für euch. Es sei denn, der Mitarbeiter selbst hat die Freigabe gegeben. Sprich, er hat selber einen Agenten eingerichtet, wie auch immer. So bei Krankheiten ist, es trifft einen meistens unerwartet. Auch da dürft ihr nicht reingucken. Die Lösung für diese Probleme sind betriebliche Regelungen. Ihr müsst also vorher diskutieren, und einmal definieren, was darf wer wann tun? Darf ich meine Firmen-E-Mail privat nutzen? Mit welchen Konsequenzen? Oder darf ich sie beruflich nutzen? Wer darf reingucken? Mit welchen Konsequenzen? Und das müsst ihr auch den Mitarbeitern vorher mitteilen. Nicht Regeln ohne Mitarbeiter, das ist eine dumme Idee. Klappt nicht. So. Bei E-Mails gibt es auch einen Sonderfall, Archivierung. Wir gucken alle sehr entspannt, teils gelangweilt, okay. Ihr kennt es noch nicht. Schwierig. Firmen unterliegen einer Aufbewahrungsfrist für bestimmte Dokumente. Zum Beispiel Angebote, zum Beispiel steuerrechtlich relevante Themen, Absprachen und so weiter. Die erste Frage, die sie stellt, wie könnt ihr diese Dokumente herausfinden? Sie werden die Ersten sagen, naja, mein Vertriebler muss sie halt markieren. Rechtlich schwierig, weil wenn er die geheime Absprache mit dem Mitbewerber löscht, ist sie trotz passiert. Also, wir lösen die Firmen das meistens. Sie sagen einfach, nimm alles.
Alles, was reinkommt, rausgeht, wird archiviert. Haben wir es erstmal. Klingt gut, klingt richtig. Technisch gesehen, wie macht man es meistens, damit es richtig revisionssicher auch ist? Ein WORM-Medium. Write once, read many. Sprich, einmal beschreibbar, danach zigmal lesbar, aber nicht mehr veränderbar. Jetzt haben wir eigentlich unsere Lösung geschaffen. Meint man erstmal. Es kommt aber die nächste Frage. Was passiert mit den Daten nach dem Ausscheiden? Mitarbeiter verlässt ins Unternehmen. Sowas kann ja mal passieren, dummerweise. Rente, Kündigung, wie auch immer. Ist die Frage, ist das schlimm? Ja, für euch dann ziemlich. Weil personenbezogene Daten müssen gelöscht werden, insofern diese nicht weiter genutzt werden dürfen oder aufbewahrt werden müssen. Jetzt fallt ihr quasi zurück auf die erste Frage. Wie kann ich herausfinden, welche Dokumente aufbewahrt werden müssen? Ich darf nicht in die E-Mails gucken und WORM-Medium, write once. Ich kann es nicht mehr verändern. Ich kann also nicht mal selektieren so einfach. Schwierig für mich. So, jetzt kann man sagen, okay, weiter genutzt werden dürfen. Ich gebe dem Mitarbeiter einfach ein Stück Papier, wo drauf steht, ich darf weiter nutzen. Stellt euch vor, der Mitarbeiter und ihr geht im Ärger auseinander. Auch schwierig. Er will es nicht mehr unterschreiben. Auch da wieder ist die Frage, was macht man? Ihr braucht Löschkonzepte. Ihr müsst euch Gedanken machen, wie gehen wir mit diesem Fall der Kündigung oder des Ausstiegs, wie auch immer geartet, um. Eventuell technisch sogar mit Umkopieren. Das heißt, ihr macht eure Revisionssicherheit mit dem Write-Once-Ansatz leicht kaputt, weil ihr kopiert den Datenträger rüber und manipuliert ihn sogar noch. Eure Revision wird sich freuen über diese Anfrage. Das heißt, da muss man wieder Lösungen finden juristischer Natur, mit Notar, mit irgendwelchen Kontrollen. Ist ein Riesenaufwand. Also auch da der Appell, macht es euch einfach, erstellt ein Löschkonzept im Vorfeld. Nächster Sonderfall, bring your own device. Okay, auch da, keiner guckt entsetzt. Ihr habt alle scheinbar entspannte Geschäftsführer, das ist sehr schön, weil das ist das Problem. Der Geschäftsführer möchte ein besseres Handy, ein schöneres Handy als alle anderen. Die Führungskraft möchte selbiges, besser, schöner, ich kaufe es mir selbst. Standard ist nur für den Pöbel, nicht für mich. Dadurch wird es ein zunehmendem Trend. Das ist echt schwierig, weil was macht ihr, wenn das Gerät verloren geht? Technisch ganz einfach, Remote Wipe. Das heißt, sobald das Gerät das nächste Mal auf den Mail-Server zugreift, löscht ihr alle Daten auf dem Handy. Daten sind sicher, weil sie sind gelöscht, sie sind tot. So. Meint man wieder. Auch da, nächster rechtlicher Fallstrick. Weil sobald private Daten, wie etwa Bilder auf dem Gerät sein könnten, dürft ihr unter Umständen gar nicht mehr löschen. Das heißt, der Geschäftsführer, privates Handy, macht ein Bild von seinem Kind. Ihr wüsst es nicht. Was macht ihr jetzt? Er ruft an, Handy habe ich vergessen, im Flieger ist weg. Sieht doof für euch aus in dem Moment. Auch da wieder, ihr müsst das regeln im Vorfeld. Ihr müsst euch Gedanken machen, wie gehen wir damit um? Am besten unterschreiben lassen, lieber Mitarbeiter, wir werden dein Gerät löschen. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn der Geschäftsführer 2 Jahre das Handy hatte, 2 Jahre Kinderbilder gemacht hat, das Kind 2 Jahre älter, ich weiß nicht, wie viele von euch Kinder schon haben, die Bilder sind unwiederbringlich weg, wenn ihr es löscht. Das wird vermutlich euren Job minimal verändern. Ich sage nur Stichwort Sonderaufgabe Kellerarchiv. So, nachdem die E-Mails geschrieben sind, möchte ich sie rausschicken durchs Netzwerk. Netzwerk selbst, denkt man, okay, ein paar Datenpakete, ist doch voll egal. Switches und Router könnten personenbezogene Daten in Logs speichern, wie etwa PC-Namen oder, wie eben genannt, die IP. Das heißt, eure Switches und Router werden vermutlich solche Sachen einfach mitloggen. Müsst ihr, wollt ihr. Dürft ihr auch. Ihr müsst es abwägen. Die Notwendigkeit für technische Hintergründe ist erstmal erlaubt. Mir selbst sind schon Aussagen von Datenschützern bekannt, die von einem Tag Speicherung bis hin zu 2 Wochen gehen. Also müsst ihr erstmal am Datenschutz erklären, was er denn bitte für notwendig hält. So. Dann keine anderweitige Auswertung erlaubt. Wieder ein beliebtes Beispiel. Euer Chef kommt zu euch und sagt, ich habe das Gefühl, der Mustermann, der kommt immer so spät.
Können wir mal gucken, wann das PC hochfährt morgens, wann die ersten Datenpakete am Switch ankommen? Ihr dürft nicht reingucken. Ihr müsst, auch wenn ihr es könntet, sagen, darf ich nicht, kann ich nicht, wie auch immer. Wird auch schwierig werden. Danach habt ihr noch Firewalls. Die machen noch schlimmere Dinge, nämlich eine Deep Packet Inspection. Ihr wollt SSL nutzen mit den Homepages. Heutzutage üblich, Standard. TLS, so ich habe so gehört, okay, das Bessere. Problem ist auch, dass sie verschlüsselt sein. Das heißt, eure Firewall will aber reingucken. Also müsst ihr zwangsweise Man-in-the-Middle-Attack die Pakete kurz entschlüsseln. Auch wieder der Firewall. Für einen kurzen Moment einmal entschlüsselt, einmal reinguckt und wieder zugemacht. Kann man jetzt wieder machen, findet aber vielleicht der Mitarbeiter sehr uncool. Also müsst ihr vorher klären, erlaubt eine gesetzliche Vorschrift das oder braucht ihr eine Einwilligung? Also mir persönlich ist keine Vorschrift bekannt, die euch als Arbeitgeber eventuell legitimieren könnte, in die Daten der Mitarbeiter reinzugucken. Also, ich fürchte, es wird eine Einwilligungsthematik werden. Das heißt, an der Stelle sogar Betriebs- und Personalrat unbedingt einbinden. Weil ihr wollt nicht in die Pakete des Mitarbeiters, der Homebanking macht, reingucken. Technisch gesehen vielleicht schon. Praktisch, wie gesagt, könnte das euer Personalrat oder Betriebsrat sehr, sehr unglücklich finden. Netzwerk 2.0, WLAN. Besonders gefährdet in diesem Bereich sind große WLAN-Strukturen. Warum große WLAN-Strukturen? Ihr zu Hause habt vielleicht einen Router, der ein bisschen Access Point macht, passt, fertig. Für eine Firma mit mehreren Räumen reicht das selten aus. Die haben mehrere Access Points, die alle am WLAN-Controller zusammenlaufen. Das heißt, der WLAN-Controller kennt alle Logs, er weiß, was passiert, er weiß, wer wo ist, er weiß eigentlich mal alles. Das heißt, ich habe eine Protokollierung über den genauen Aufenthalt. Jetzt kommt wieder mein Chef und fragt, der Mustermann, wo ist denn der? Kann ich auf dem Controller nachgucken. Hänge am Access Point 5, der Point hängt da, Umkreis 5 Meter. Schwierig. Wenn ihr sogar ein richtig enges Netz habt, könnt ihr kreuzpeilen. Das heißt, ihr könnt sogar gucken, bis auf 1 Meter genau unter Umständen laut Cisco, wo die Person sich gerade befindet. Auch da wieder die Frage natürlich, ist der Mustermann wieder bei der Nachbarin quatschen? Warte mal kurz. Ja. Handy ist eingeloggt im WLAN, Handy ist genau da. Schwierig. Auch da braucht ihr Richtlinien. Für IT und für Mitarbeiter. Für Mitarbeiter, um zu sagen, was checken wir, in welcher Form überhaupt? Was können wir nachvollziehen? Was werden wir nachvollziehen? Zu welchem Zwecke? Für die IT aber die Frage, was dürft ihr überhaupt nachvollziehen? Unter welchen Bedingungen? In welcher Weisung? Man muss vielleicht die Frage sogar stellen, braucht die IT alle Rechte auf den System? Oder kann man die User so beschränken, dass sie vielleicht gewisse Peilungen nicht machen können? Brauche ich die im Alltag wirklich? Auch diese Fragen muss ich mir stellen. Nachdem ich jetzt meine E-Mails rausgeschickt habe, möchte ich auf die ersten Daten zugreifen. Auf meinen File-Service. Mein File-Server selber ist die Ablage für Dateien verschiedenster Art. Das zeigt bereits die erste Herausforderung. Wir finden da öffentliche Daten wie Werbebroschüren bis hin zu personenbezogenen Daten wie etwa Gehaltslisten. Jetzt haben wir zwei Pole und dazwischen enorm viel Grau. Das heißt, was machen wir zuerst? Wir kategorisieren die Daten nach Schutzgrad. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, welche Daten sind wir schutzfähig, schutzpflichtig und welche können wir vielleicht sogar relativ offen innerhalb der Firma zirkulieren. Stichwort Werbebroschüren, kann jeder reingucken, ist kein Geheimnis. Liegen sowieso aus. Dann muss eine Bildung und Pflege von Sicherheitsgruppen erfolgen. Auch das, die ersten gähnen schon, Mittagsloch kommt. Es ist in der Tat sehr einfach. Gut geübt, einfache Geschichte. Dazu eine kurze Anekdote. Der bestberechtigte Mitarbeiter in vielen Unternehmen, wisst ihr, wer das ist? Die nicht immer. Oft default, aber die nicht. Meistens der Azubi. Weil der Azubi geht durch jeden Bereich. Der Azubi gibt immer unsere Rechte. Gibt ihm unsere Rechte. Die meisten Firmen vergessen aber, die Rechte wegzunehmen.
Am Ende, nach 3 Jahren, ist der Azubi der beste Mann in der Firma. Der kann alles. Sehr schwierig. Das heißt, der Azubi ist zum Beispiel ein Einfallstor für sowas. Auch da aufpassen. Was ihr auch braucht, ist ein Backup. Gerade kein Unternehmen sagen, Back was? Wenn euer File-Server in die Knie geht und nicht wiederkommt in diesem Leben, und dann kommt die Steuerprüfung, wir möchten mit alle Rechnungen sehen. Wer dann sagt, naja, so meine Rechnung, pff, ja, ne? Es war Weihnachten, es war ein Crash, Dinge passieren, findet der Prüfer nicht lustig. Das heißt, es wird euch dann ziemlich hart treffen. Also da, Backup habt ihr rechtlich zu machen und vorzuhalten für eine gewisse Zeit. Auch da wieder, wie lange, wie weit? 5 Juristen, 5 Meinungen. Auch da immer wieder der Appell, fragt euren Juristen oder fragt euren betreuenden Juristen, was hättest du denn gerne? Und Juristen immer schriftlich fragen, damit sie haftbar sind. Danach, Anwendungsserver. Ihr habt jetzt genug Daten gelesen, ihr habt E-Mails geschrieben, ihr wollt doch mal richtig arbeiten. So zur Abwechslung. Auch da wieder Schutzkategorien. Natürlich ist mein SAP-System schutzpflichtiger als mein Intranet-Server. Jetzt kommt die große Herausforderung. Externer Support. Was machen viele Firmen heute? Sie haben Software, echt Mitarbeiter schulen lassen. Ich kaufe im Hersteller einen Support einfach ein. Stört mich doch gar nicht. Kostet meist gar nicht mehr so viel. Und wenn was ist, hilft er mir. Okay. Da gibt es 2 Herausforderungen. Zugriff auf sensible Daten und die Haftung. Zum einen, auch wenn der externe Anbieter mit euch gemeinsam guckt, selbst dann sieht er personenbezogene Daten. Euer SAP stürzt ab. SAP guckt drauf und sagt, guck mal hier, die Gehaltslisten kann man nicht mehr einsehen. Ach, sehe ich doch, da bist du doch mit dem Gehalt, da bist du. Hässlich. Da muss man drüber reden. Haftung. Was passiert, wenn der Anbieter euch hilft und bei der Hilfe macht er alles kaputt? Auch da habe ich selber miterlebt, wie ein großer Storage-Anbieter durch einen Fehler mal eben, ich glaube, 4 Terabyte Daten gelöscht hat. Der kommt jetzt, genau. Dafür haben wir genau diesen Verarbeitungsvertrag, genau. Da regeln wir genau solche Themen. Das ist aber in erster Linie natürlich für das Thema sensible Daten sehr wichtig. Die Haftung wird erstaunlich selten geregelt. Man glaubt es immer. Das ist vollkommen richtig. Jetzt kommen wir aber aus der Brille des Anbieters. Der wird das tun nicht erwähnen wollen, weil er müsste haften. Und wenn die IT-Fachkräfte es vergessen, was nicht selten passiert leider, unerfahrene Kräfte oder Vertrag machen wir schon irgendwie fertig. Auch da, ich habe schon Sachen gesehen, man würde Angst bekommen bei solchen Verträgen. Vollkommen konform. Das ist die ideale Welt, wie sie sein sollte. Ich weiß aus eigener Erfahrung, die Welt da draußen ist nicht ideal. Viele Firmen lösen leider anders. Kommen wir aber gleich noch drauf. In dem Moment, Anwendungsserver, was ebenfalls zu machen ist, Lizenzmanagement. Jetzt gehen wir mal in die hässliche Microsoft-Welt. Viele sagen mir, Lizenzmanagement, warum denn? Der Anbieter selber, der Hersteller, gibt mir Support. Warum soll ich den lizenzieren? Nein, nicht für die Anwendung, sondern fürs Betriebssystem darunter. Weil Microsoft hat diese ganz lustigen Client Access Licenses, CALs. Mein externer Anbieter hat aber keine CALs in meinem Unternehmen. Das heißt, das sind so beliebte Geschichten beim Audit, wo Microsoft direkt guckt und sagt, hat er denn CALs? Habt ihr sie lizenziert? Wer dann sagt, naja, haben wir irgendwie machen wir das halt immer mit dem VPN-Tunnel. Dann freut sich der Auditor und sagt, oh, das wird teuer. An der Stelle darauf achten, Lizenzmanagement kurz erwähnen. Auch da gibt es einen Sonderfall, das Outsourcing. Zunehmend mehr Unternehmen sourcen komplett aus. Also ganze Applikationen. Ist einfacher. Die machen da 7x24 für mich vollkommen gut. Beispiele, SAP HANA Cloud, Azure, alles eine einfache Geschichte. Meint man.
Dann kommt das Thema Datenschutz. Genau. Weil die erste Frage ist, wo stehen die Systeme wirklich? Viele Geschäftsführer, mit denen ich gesprochen habe, wir sagen Outsourcing, ich habe einen Preis gesehen, voll gut, ich mache das jetzt. Gut. Die Frage, wo stehen die Systeme wirklich, stellt sich fast keiner. Man macht es einfach. Sehr schwierig an der Stelle, weil das deutsche Datenschutzrecht ist eins der höchsten, welches wir weltweit kennen. In anderen Ländern gibt es eventuell einen deutlich geringeren Schutzbedarf. Wenn ihr mal in die USA guckt und das Thema Datenschutz nennt, sagen die nur Daten was? Die kennen dieses Wort nicht mal. Für die ist das wirklich sehr Blackbox. Dann kommt ihr als deutsches Unternehmen und sagt, wollen wir haben. Dann sagen die, ja, könnte haben. Schwierig. Also müsst ihr prüfen, wo werden die Systeme hin ausgelagert? Nicht nur stumpf auslagern, auch wohin. Weil ihr müsst für eure Mitarbeiter, wenn es personenbezogene Daten sind, garantieren, dass der Schutzlevel erhalten bleibt. USA, staatliche Eingriffe. Homeland Security soll per Definition Wirtschaftsspionage betreiben. Auch da sind mir Fälle bekannt, wo Konstruktionsdaten rübergeschoben wurden in die USA. Der Konkurrent hat sich herrlich gefreut, die zu kriegen. 10 Jahre Konstruktionsarbeit, weg. Bitter könnte vielleicht im Gesprächsstoff mit eurem Chef sorgen, wenn ihr da verantwortlich für wart. Das bringt mich zum nächsten Thema. IT-Sicherheit, Cybercrime. Wenn ihr mal Projekte gemanagt habt und eine IT-Sicherheitsbetrachtung machen musstet, werdet ihr oft wissen, dass sie vernachlässigt wird. Weil Sicherheit, das sind die Uncoolen. Die bremsen die Evolution, die Innovation. Die haben immer nur Probleme. Also, was lässt man für gewöhnlich aus als Projektmanager, wenn man gut ist? Sicherheitsbetrachtung. Ist aber schwierig, weil es ist zunehmend brisant. Die erste Frage, die ihr euch stellen müsst, Kritis oder nicht Kritis? Haben wir hier Leute mit Kritis-Hintergrund im Vortrag sitzen? Ah, eine zaghafte Hand, schmerzverzerrtes Gesicht, noch lächeln, okay. Kritis ist das kritische IT-Infrastrukturen-Thema. Und zwar, was ist Kritis? Kritis selbst sind Unternehmen, die aus Sicht des Staates für die Gesellschaft wichtig sind. Pharmaunternehmen zum Beispiel, Lebensmittelläden, Wasserwerke, die haben deutlich höhere Schutzanforderungen, die sie nachweisen müssen. Wer kritisch ist und wer nicht, im Detail können wir nicht weiter vertiefen. Das Thema ist in sich schon sehr komplex. Normal, ich glaube, man weiß es eigentlich, wenn man es ist, oder? Man kriegt einen freundlichen Brief drüber, dass man gewonnen hat. Genau, also die Kriterien sind im Netz verfügbar, bei Interesse gerne lesen. Wenn man den Jackpot gezogen hat, wird es interessant. Würde ich mal behaupten. Was war bislang? Also die Sicherheit. Viele sagen mir, was war denn bisher? Es gab einen Datenschutzleck, ich habe Daten verloren. Naja, 300.000 Euro Strafe maximal für das Verschweigen des Datenschutzskandals. Stellt euch vor, ihr seid ein Großkonzern. 300.000. Wir haben jetzt jüngst gehört, die Lidl hat 500 Millionen versenkt. Was sind 300.000 dagegen? Zahlt man halt mal. Passiert, weitergehen zahlen. Dann gab es eine sehr undankbare Änderung im Gesetzestext. Und zwar, es wurde angehoben, dieser Wert, auf 4% des weltweiten Jahresumsatzes oder bis zu 20 Millionen Euro. Einige sagen so, andere sagen so. Okay. Die 4%, auch da haben viele Firmen schon gesagt, macht doch gar nichts, wir haben viele kleine GmbHs, tut uns gar nicht weh. Doch, weil die 4% zählen auf die Konzerngruppe. Das heißt, alles, was eingenommen wird. Bei dieser Zahl werden einige Geschäftsführer auf einmal hellhöriger als bei 300.000. Das heißt, es tut deutlich mehr weh. Was sind die Folgen davon? Die Folgen sind, immer mehr Datenverluste werden veröffentlicht. Viele haben mich schon gefragt, wir haben immer mehr Datenschutzvorfälle. Oh mein Gott, wir werden immer unsicherer. Nein, wir erfahren sie endlich mal. Wir hören endlich mal davon, weil die Strafen sonst ziemlich wehtun könnten. Beispiele, nur in diesem Jahr. OwnCloud musste die Hand heben und hat Datenverlust einräumen müssen. Zum Glück bei einem Whitehead-Hacker, aber sie mussten es einmal einräumen. Level 1 Robotics and Control
hat Konstruktionspläne der Firma Bosch verloren. Ziemlich hässlich, war ziemlich teuer für die Firma Bosch. Was kann passieren? Der Datenverlust. Eine betroffene Person könnte euch anzeigen. Ihr habt meine Daten nicht ausreichend geschützt. Starke Behauptung, jetzt kommt ihr. Ihr kommt dadurch in die Nachweispflicht. Und zwar, ihr müsst nachweisen, dass die Daten nach dem aktuellen Stand der Technik bestmöglich geschützt waren. Typisch juristische Definition. Aktueller Stand, bestmöglich. Geht's noch weicher? Heißt das, dass ihr die Patches per Sofa einspielen müsst, jeden Tag? Nein, nicht zwingend. Es ist sehr viel grau jetzt schon wieder. Ihr braucht einen guten Juristen, der das ausfechten kann für euch. Weil, wenn ihr jetzt noch kommt mit, ja, unser WLAN ist verschlüsselt, mit WEP, glaube ich, habt ihr da bei diesem Thema ein echtes Problem. Also auch da wieder muss man sehr viel abwägen. Wenn die Anzeige kommt, solltet ihr dringend einen guten Anwalt haben. Neben all dem, was wir heute haben, gibt es auch neue Technologien. Niemand weiß es besser als wir alle, glaube ich, dass die IT sich rasant wandelt. Es passiert immer mehr, es kommen neue Technologien, es kommen neue Themenbereiche. Es gibt so ein Problem. Die IT wandelt sich, der Gesetzgeber ist aber weder innovativ noch flexibel. Es gibt da Themenbereiche, ich glaube, jedem von euch wird eins einfallen, wo der Gesetzgeber weit hinter dem Zug herläuft und immer versucht aufzuschließen, es aber nicht schafft. Exemplarisch würde ich gerne mal drei Sachen vorstellen. Zum einen Big Data, zum anderen Blockchain und zum dritten künstliche Intelligenz. Das sind drei Hype-Themen, die gerade passieren und die euch treffen könnten. Big Data. Die erste Frage ist, was ist Big Data? Wir versuchen einfach mal eine Definition zu finden, die für jetzt funktionieren könnte. Nämlich ein Datenberg, der mit herkömmlichen Mitteln nicht mehr genutzt werden kann. Die Definition ist weder perfekt noch gut, aber sie reicht, um für hier zu dienen, hoffe ich doch. Was sagen viele Geschäftsführer? Haben wir gar nicht. Daten sammeln wir? Nö. Das Beispiel zeigt es aber. User Tracking einer Software. Da sagen viele noch, haben wir nicht, machen wir nicht. Aber die Homepage, Google Analytics, da werden viele Geschäftsführer auch immer ganz hektisch und sagen, naja, vielleicht haben wir doch was. Und dann ist interessant, weil wenn die Daten anonymisiert sind, könnt ihr machen, was ihr wollt damit. Das ist relativ egal dem Gesetzgeber. Wenn die Daten aber pseudonymisiert sind, werden sie vollkommen wie personenbezogene Daten behandelt. Das heißt, Datenschutzrecht greift vollkommen. Mit Thema Einwilligung, mit dem Thema Verwertbarkeit, Löschbarkeit und vollem Programm. Wir machen einen kurzen Exkurs zum Thema Pseudonymisierung versus Anonymisierung. Weil viele Firmen sagen mir, ja, Anonymisierung machen wir immer. Immer machen wir das. Aber die meisten wissen nicht mehr, was sie tun. Weil ein Pseudonym ist rückverfolgbar und kann zugeordnet werden. Zum Beispiel Klausuren. Ganz begehrt, machen viele Professoren heutzutage so, Noten werden ausgehangen. Darf ich aber nicht. Wir haben gesehen, personenbezogene Daten, schwierig. Jetzt gibt es an der Stelle die Möglichkeit, auf die Klausur Name, darunter Pseudonym. Das heißt, Noten hängen aus, man sieht, Superman 85 5.0. Superman weiß, dass er abgestürzt ist. Der Rest weiß nicht, wer es ist. Nur, jetzt haben wir wieder zurück, das Thema die dritte, identifizierbar. Wir haben die Brücke geschaffen. Der Professor weiß es. Es gibt einen Dritten, der beide Werte kennt. Also stark personenbezogen. Chatverläufe, das Gleiche. Ihr habt einen Nickname, Superman 84, zur Abwechslung. Auch da an der Stelle, der Betreiber weiß eure E-Mail, er weiß, wer ihr seid, vermutlich. Euer Chatpartner weiß es nicht, aber der Dritte weiß es. Anonymisierung löst jede Rückschlussmöglichkeit auf. Das heißt, zum Beispiel, ihr habt 100 Bestellungen, die durch 4 Kunden ausgelöst wurden. Wenn die Daten anonymisiert sind, passiert Folgendes. Ihr habt 4 Kunden und 100 Bestellungen. 2 Datenmengen, komplett leer, losgelöst voneinander, losgelöst. Das heißt, ihr wisst nicht, ob der erste Kunde schon 50 Stück bestellt hat. Oder nicht, wisst ihr nicht mehr. Jetzt gibt es einige
Firmen, die mir sagen, das macht ja nichts, weil ich ersetze den Kunden, Max Mustermann, einfach durch die 1, die Tina Mustermann durch die 2. Und wenn ich das durchziehe, per Skript, kann ich logischerweise die Daten wieder benutzen. Aber pseudonymisiert, weil der Dritte ist der Programmierer des Skripts. Irgendeiner hat das Skript geschrieben. Der ist der Dritte, das heißt, der Gesetzgeber sagt auch da, die Daten sind rückverfolgbar, wenn man die Logik kennt. Also werden diese Daten pseudonymisiert. Sie werden nicht anonymisiert. Das heißt, auch das ist die Praxis. Jeder, dem ihr anonyme Daten hinlegt, daraus was ableiten soll, im Marketing, im Sales, wie auch immer, sagt, was ist das denn für ein Trümmerhaufen? Das heißt, Daten sind offen und pseudonymisiert. Achtet darauf. Fragt, wie macht ihr das genau? Wie sehen die Daten aus? Guckt, was wann gilt. Wann ihr es überhaupt dürft und wann ihr euch strafbar macht unter Umständen. Genau, ich darf kein Merkmal haben, was verbinden kann. Ich muss wirklich komplett zwei Menschenmengen haben, oder zwei Massen. Ich habe mal Fahrzeugbewegungsdaten ausgewertet. Mhm. Nach 2 Tagen war es so weit, dass ich mit 95% Wahrscheinlichkeit feststellen konnte, wer das auch war. Also, nur eine Art der Daten war zu erkennen, ja. Fahrstil, genau. Dass es die gleiche Person ist. Also, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Mhm. Guter Hinweis. Genau. Genau. Die Wahl haben. Genau. Genau. Also man sieht viele kleine Baustellen, die noch passieren nebenher in dem Thema. Zweites Thema, Blockchain. Die meisten sagen, oh, nicht schon wieder. Gestern zigmal gehört, letzten Jahr zigmal gehört. Ist Unterbau von Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin. Ja, kennen wir alle. Hat aber mehr Potenzial. Zum Beispiel gibt es einen Schuldschein der Landesbank Baden-Württemberg mit der Firma Daimler, wo beide testen miteinander, wie können wir mit Blockchain umgehen? Was kann Blockchain eigentlich an Potenzial bieten für uns? Als Erweiterung gibt es sogenannte Smart Contracts, intelligente Verträge. Wir sehen werden für viele Personengruppen erstmal ein Segen. Was sind die Folgen von Smart Contracts? Vermieter hoffen erstmal, sollen mir die Miete aussperren zu können. Zahlst du keine Miete, geht die Tür nicht mehr auf. Cooles Konzept. Leasingfirmen wollen die Autos säumiger Leasingnehmer einfach sperren. Kommen wir noch hin. Warten wir ab. Also auch da ist natürlich die Frage, Leasingnehmer wollen die Autos sperren. Auch gleiche Konzept. Auto fährt nicht mehr, der wird schon zahlen. Sonst bleibt er halt stehen. Jetzt die Frage, die ist berechtigt. Geht das überhaupt? Sind Verträge in dieser Form überhaupt möglich? Allgemeine Meinung? Ist es möglich? Ist es nicht möglich? Nein, kommen wir drauf, weil es geht auf keinen Fall. Verträge haben sogenannte Formerfordernisse, wie schriftlich und so weiter. Und wir haben ein Mahnwesen. Wenn euer Mieter nicht zahlt, müsst ihr ihn erstmal darauf hinweisen, müsst ihr ihn bis zur Räumungsklage begleiten. Einfach aussperren ist nicht so cool. Könnte euch ziemlich toll zu stehen kommen. Also geht es aktuell juristisch gesehen nicht. Weiterhin gibt es eine Grundfrage. Und zwar, wie kann eine rechtlich gültige, unverbindliche Unterschrift in einer Blockchain passieren? Die Juristen streiten sich per heute noch, wie kann jemand unterschreiben überhaupt? Weil der Contract, der Vertrag, müsste gegengezeichnet werden. Geht gerade nicht. Das ist nicht möglich. Ihr könnt also keinen Hauskauf über Blockchain machen, Stand heute. Weiterhin, auch da, Frage der Haftung, Fehler und Schäden. Was passiert, wenn derjenige bezahlt hat, die Blockchain hat einen Fehler gemacht und der Vermieter wird ausgesperrt. Kommt nicht mehr in die Wohnung, hat aber bezahlt. Wenn das dürfte, hypothetisch. Also, was macht er dann? Es ginge gar nicht. Die Blockchain soll die haften. Wer ist denn die Blockchain? Wer ist denn das? Ihr könnt natürlich mal probieren, einen
immaterielles Gut zu verklagen. Wird schwierig. Schäden, das Gleiche. Der Geschäftsführer will zu einem Vertragsabschluss fahren. Millionenvertrag, sein Traum. Er geht zum Auto, Auto geht nicht mehr an. Er hat aber bezahlt. Fair Blockchain. Vertrag kommt nicht zustande, zack. Wer zahlt das? Wer haftet dafür, für diesen Schaden? Nicht denken, momentan nicht gelöst. Genau. Genau, das sind viele weitere Randprobleme, die wir noch haben momentan. Wo wir, wie gehen damit um? Letzter Themenblock, künstliche Intelligenz im Wandel der Zeit. Jeder kennt ihn, 90er Jahre, Arnold Schwarzenegger, Terminator. Ich sehe schon, die ersten gucken verwirrt, das sind die jüngere Generation, schade. Tja. Aber weniger kennen sie. Sophia von Hanson Robotics. Während Arnold Schwarzenegger noch ein Schauspieler war und Mensch, ist sie 100% Android. Sie ist nicht mehr menschlich. Auch wenn es so aussieht. Die Dame, kurz merken, wir werden sie gleich nochmal wiedersehen. Künstliche Intelligenz, das gleiche Problem. Erstmal brauchen wir eine Definition. Wir nähern uns jetzt einfach mal mit dem Thema selbstlernende Systeme. Weil es sehr schwierig zu erklären sonst. Beispiel im Alltag, Amazon, Büchervorschläge, autonomes Fahren, euer Auto packt für euch ein, der Tesla fährt sogar ganz alleine. Komplett in den USA. Sehr üblich zum Beispiel. Auch da, Entscheidungen sind nicht vorhersehbar. Wer haftet dafür? Das heißt, der Auto fährt vom Baum. Wer haftet? Der Entwickler, der das geschrieben hat, die Intelligenz? Nein, sie hat gelernt. Die Intelligenz? Wollt ihr ein Stück Software verklagen? Wird schwierig. Auch da, ein ganz bekanntes Beispiel. Zielortung bei Lenkraketen. Es gab den Auftrag, schreibt ein Programm für Zielortung bei Lenkraketen, was echte Panzer und Attrappen differenzieren kann. Die Tests waren verheerend, immer falsch. Was kam raus? Die echten Panzer waren Bilder aus einem Katalog. Sonnenschein, richtig tolles Wetter. Die Attrappen wurden im Herbst draußen aufgenommen. Bewölkt, dunkel, graues Wetter. Die KI hat gelernt. Sonne scheint, echter Panzer. Yeah! Das heißt, im Testfall wurde bei Sonnenschein die echten Panzer, die Panzer zerstört, egal ob echt oder Attrappe. Wenn es bewölkt war, war der Panzer generell eine Attrappe. Der Gegner freut sich natürlich, es gäbe weniger Tote, nur sehr ineffizient gewesen. Weitere Risiken, Reputation und regulatorische Vorgaben. Das Thema Chatbots haben wir gestern schon gehört, mehrfach. Viele Firmen wollen Chatbots einsetzen, sparen sich Mitarbeiter, sparen sich Geld, wunderbar. Aber Emotionen können nicht oder nur sehr schlecht gedeutet werden. Sarkasmus, Zynismus. Euer Kunde ist sarkastisch, zynisch und sauer. Die KI reagiert komplett falsch und denkt, er meint es ernst. Der Kunde wird noch aggressiver. Das heißt, der Kunde wird euch danach nie wieder besuchen kommen. Erstes Problem. Zweite, ganz große Zielgruppe ist die Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie möchte unbedingt Big Data, hat sie schon, vier Substanzen, und KI zum Auswerten der Big Data. Heute sind wir schon so weit, zwischen einem ersten Finden der Substanz bis zum Medikament, 10 bis 15 Jahre Dauer. Das heißt, wenn ich das jetzt straffen kann oder mehr Medikamente herausbringen kann, werde ich reich. Jetzt kommen wir die Herausforderungen raus. Der Prozess ist nicht nachvollziehbar. Nach 12 Jahren wollt ihr im Menschentest gehen. Die Ethikkommission fragt euch, wie habt ihr es denn gefunden, die Substanz? Sagt ihr, oh ja, der PC ging morgens an und sagte, die ist es. Genau, 42. Jetzt ist die Frage, eure Ethikkommission, wird ihr das freigeben? Vermutlich wird sie sagen, ich glaube nicht, weil Risiko ist nicht vorhersehbar. Unter Umständen, ungewollte Einflüsse. Die KI ist gewachsen. Denkt an die Panzer, Sonnenschein und so weiter. Ihr wisst gar nicht, wie die KI heute denkt. Oder was sie überhaupt denkt. Ein Beispiel ist die eben Sophia. Sophia hat in einem Interview gesagt, I will destroy humans. Allerliebst. Wurde hinterher als Bug deklariert. Man hat gesagt, naja, kann ja mal passieren. Stellt euch vor, Sophia hätte die Macht über Medikamente gekriegt. Über Pharmastoffe.
sie hätte den Stoff gefunden für euch, mit der Botschaft. Auf einmal nach 10 Jahren werden die Menschen umgefallen, wie die Fliegen wahrscheinlich. Weil Sophia hat gefunden. Ihr wisst nicht, wie es ist. So. Zusammengefasst, ich glaube, es ist offensichtlich geworden, dass sowohl bekannte als auch neue Themen viel Potenzial mitbringen. Wir haben momentan die Herausforderung, wir haben nicht nur Jura, nicht nur Informatik, wir haben auch Ethik, Moral, gesellschaftliche Themenbereiche. Thema autonomes Fahren zum Beispiel. Wen überfahrt ihr? Ihr müsst auf einmal Entscheidungen treffen. Die KI irrt nicht mehr, die KI entscheidet definitiv. Auch da, man sieht deutlich, dass immer mehr Bereiche zusammenwachsen, sie immer enger werden und deutlich fokussierter arbeiten müssen. Das heißt auch da, der Appell, guckt über euren Tellerrand hinaus. Macht euch Gedanken weiter als nur IT. Fragt nach Moral, nach Ethik, fragt nach Jura, wer es denn möchte. Genau. In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit. Wer noch danach Anmerkungen, Feedback nachgelagert hat, nicht jetzt sofort, gerne per E-Mail. Ansonsten freue ich mich auf die Fragen. Fragen, Anmerkungen? Wir hatten eben ganz hinten eine mit dem Vortrag, die ich abgewürgt habe. Bitte. Ja. Ja. Jetzt nagel mich nicht fest, ich bin kein Jurist. Aber wenn du dich jetzt anmeldest und ich sage, ich brauche deinen Namen und deine Adresse, wenn ich dich frage, wie heißt du, und sagst du es mir jetzt? Du musst ja nicht nutzen. Du sagst dem anderen ja ganz offen, du willst ihn durchleuchten. Das sagst du immer ganz ehrlich. Und andere sagt dann noch via WhatsApp, hey, ich feiere dich noch. Mach. Also er darf's, ja. Du kannst ihn darauf hinweisen, du kannst den Bruch quasi vorher ankündigen, ja. Leider. Jetzt muss ich zugeben, ich bin nicht der Jurist, der Herr Jakob fehlt mir heute an der Stelle. Klingt schlüssig für mich, bin ich ehrlich, ja. Da im Teil müsste ich es passen. Genau. Die Challenge trifft ja auch alle Drittanbieter, wie zum Beispiel dieser berühmte Facebook-Icon, der auch immer weitergibt. Das heißt, sobald ich den dann lade, ist es schon passiert. Also ich kann ja gar nicht mehr sagen, opt-out. Ist schon rum. Eine neutrale Catcher-Seite, genau. 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 Ja. Genau. Eigentlich wäre das konsequent richtig, ja. Konform. Und war eine Hand oben noch? Bitte? AGBs unterliegen ja auch dann der Inhaltskontrolle. Das heißt, AGB Unwirksamkeit, wenn das in der gesetzlichen Regelung abgeht. Jetzt geht es in tiefe Jura rein, das muss ich wirklich passen. Also, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das, was kann man auskoppeln und was könnte man durch die berühmte salvatorische Klausel am Ende noch aktiv halten mit Gewalt, müsste ich passen. Also da ist es jetzt wirklich auch solche Fragen gerne, wenn sie bestehen, juristisch tiefergehende Fragen,
an mich schicken. Ich gebe es an Herrn Jakobs gerne weiter mit der Bitte um Stellungnahme. Weil das sind Sachen, da bin ich schon tief weg. Bitte. Ja. Schwierig. Genau. Genau. Schwierig, genau. Also es ist in der Tat, wir haben es eben schon gehört, ich glaube, sogar Ihr Beispiel mit den Fahrdaten, es ist in der Tat schwierig. Also selbst damit kann man, wenn die Menge nicht so groß ist, rückvollziehen. Also okay, Ihr Beispiel, okay. Also über die Strecke. Und über die Auswertung der Daten, das waren einfach nur Datensätze von einzelnen Fahrten, keine Personendaten, nur einzelne Fahrten. Okay. Auf den ersten Blick anonymisieren. Der zweite Teil fehlt noch. Genau. Daten war nicht bekannt. Es war zwei Vormittage Arbeit, um rauszufinden, wer fährt mit diesem Fahrzeug. Kann man sehr schnell erkennen, wer das Fahrzeug ist. Ich weiß dann zwar nicht, wer die Person ist, aber ich weiß, welchen Fahrstil sie hat. Und wenn ich mir dann darunter die Landkarte lege, habe ich ganz schnell herausgefunden, wo er arbeitet, wo er wohnt, wie er einkauft und wo er gute Frau ist. Genau. Also in der Tat, es zeigt ja deutlich auf, es gibt keine wirklich nicht personenbezogenen Daten so einfach. Also es ist in der Tat, je nachdem, wie grau oder nicht grau es wird. Also was natürlich schon, wo man sagen kann, okay, die Hürde ist wird zunehmend höher. Ist nicht so einfach herzustellen. Aber ja, es ist herstellbar. Und damit könnte man den Personenbezug wieder unterstellen. Bitte. Genau. Das sind die Lösungen, genau. Das sind die Lösungen, definitiv. Ja. Weitere Fragen, Anmerkungen? Bitte. Mich würde interessieren, welche E-Mails gespeichert werden müssen. Ich habe gehört, wo das verschwindet ist, müssen alle E-Mails gespeichert werden, außer E-Mail, Spam-Mails und einfach automatisiertes Verschicken. Zum Beispiel, wenn, glaube ich nicht persönlich, weil wenn Sie mir jetzt eine E-Mail schicken, oder du mir die E-Mail schickst jetzt, hey, Vortrag war toll, ist dafür deine Firma relativ egal, es bringt Sie nicht weiter. Also es geht eigentlich alles mit Geschäftsbezug. Es geht alles mit Geschäftsbezug, die halt steuerrechtliche Relevanz haben, vertragsrechtliche Relevanz haben. Wann ist sie gegeben? Genau. Genau. Im Prinzip ja, aber es ist halt bei E-Mail deutlich inflationärer und deutlich gemischter. Wenn ich meinem Vertriebler schreibe, hey, wie geht's dem Kind? Wieder gesund? Ach, im Übrigen, ich will noch bestellen. Hab ich. Genau. Genau. Genau, aber die Differenzierung ist enorm technisch schwierig, weil woher soll ein System wissen, was ist an Buzzwords? Deswegen. Genau, aber jetzt gibt es die Vertriebler, die dann halt doch mal Absprache nebenher treffen möchten und daher schwierig. Also deswegen machen die meisten Firmen einfach, nimm alles und fertig. Mit den Konsequenzen, die wir eben gesehen haben. Gesundheit. Ja, genau, also es ist, egal wie man dreht, es ist schwierig. Genau, super. Dann vielen Dank an der Stelle. Weitere Fragen, Anmerkungen, gerne im Nachgang, auch an die per E-Mail. Die Folien werden in wenigen Minuten hochgeladen.
Vielen Dank.